Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, heute endlich mal wieder in Anführungsstrichen ganz normales Video. Ja, kein Stream. Ich wollte das Video eigentlich gestern schon aufnehmen, aber gestern ist mir was dazwischen gekommen. Konnte ich das nicht machen, mache ich das jetzt. Ich bin auf der Hinterland-Map vom Tune War. Seine zweite Map war das ja. Und ich teste hier gerade so ein bisschen so meine Mods, ne? Bin so ein bisschen am Rumspielen. Hab eben auch schon ein paar Sachen weggefeuert, die nicht so toll waren. Ja, wie gesagt, jetzt teste ich auch noch ein bisschen was in den Einstellungen. Wie das halt so ist, ne? Ich muss darauf achten, dass ich nur eine Viertelstunde Video mache, weil... Ey. Da war gerade voll die Hochspannungsleitung, ey. Habt ihr das gesehen? Dieser Grubber hier, es ist ja ein schönes Ding, ne? Aber der braucht mir noch ein bisschen zu viel Leistung eigentlich. Weil ich benutze den ja nur nach dem Pflügen, ne? Also zum Saatbett vorbereiten. Ich glaube, da muss ich nochmal ran. Also er hier schafft das, ne? Ich habe mich gestern übrigens im Stream vertan. Das ist ein Favorit, ne? Ja, ich habe gedacht, es wäre Fan Farmer, ist aber ein Fan Favorit. Habe ich mich vertutet mit. So. Genau. Nee, wer denn? Du? Sehr gut. Ey, jetzt habe ich hier im Stream habe ich euch die von Percy gezeigt, ne? Ey, jetzt will ich die nicht mehr haben. Jetzt muss ich den von Percy besorgen hier noch. Aber jetzt gerade nicht, weil ich muss erst ein bisschen Geld verdienen, ne? Also ich habe mir Folgendes überlegt hier auf der Map. Soll der Schwerpunkt soll gehen in Richtung Schweine. Weil ich mache auf anderen so, gleich nochmal Kaffee ziehen. Auf allen anderen Maps mache ich ja immer Schwerpunkt Mukus. Und ja, die Schweinis, die gehen immer so ein bisschen unter bei mir. Zu Unrecht, finde ich, ja. Absolut zu Unrecht. Und ich finde es so schön, wie der das hier so gerade auf der allerletzten Rille zieht er die Presse hier, ne? Ich schätze, wenn es jetzt ein bisschen berg hoch geht, ist empty mit Presse. Der ist übrigens, gibt's bei Forbidden Mods, ne? Die haben den repariert. Der alte hat ja so lustige Texturfehler gemacht immer, ne? Also auf der Map, ne? Dann war dann hier auch mal irgendwo, je nachdem wie man die Kamera gehalten hat, war dann auch mal Gras. Wo gar kein Gras war, ne? Haben sie repariert. Finde ich gut. Jetzt kann ich den endlich wieder benutzen. Den Oldtimer. Ja, wie gesagt, ich bin noch hier ein bisschen am Rumprobieren. Schade, dass er die Unterlenker nicht hochzieht. Gucken, vielleicht kann man ihm das nochmal beibringen. Mal gucken. Ich will immer so viel machen, aber ja, man kommt dann gar nicht zum Spielen. Ne? Ich will dazwischen wieder mal spielen. Genauso wie ich diese nervige Hupe von der Ballenpresse schon 30.000 Mal ändern wollte. Das reicht, wenn er bei 90% anfängt zu tun. Das mache ich auch direkt gleich nach dem Video. Das mache ich direkt hier nach, sonst vergesse ich das wieder. Ich weiß gar nicht wie. Ich muss das erstmal angucken, wie das geht. Aber irgendwo muss man es ja einstellen können. Irgendwoher weiß der ja, wann er anfangen muss zu tuten. Und wenn ich das nicht hinkriege, nehme ich die Tuterei ganz raus. Dann wird gar nicht mehr getutet. So einfach ist das beim Diego. Ja, jetzt steht natürlich mein Dreschkasten im Weg da hinten. Wie das halt so Standard ist beim Diego, ne? Vielleicht, wenn ich Glück habe, komme ich daran vorbei. Upsa. Ich muss trotzdem anhalten, ne? Auch wenn er die Luke automatisch aufmacht. Anhalten muss man trotzdem. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Arbeitserleichterung. Gefällt mich richtig gut, ey. So, irgendwo habe ich hier einen Anhänger stehen. Da hinten steht ja auch der Motor ist ausgegangen. So, ich glaube, mit Abernten war es das auch erstmal. Jetzt muss erstmal alles Mögliche wachsen und gedeihen. Ich musste natürlich auch erstmal alle Felder pflügen und so. Ich glaube, das habt ihr im letzten Livestream gesehen. Wie ich, also von dieser Map, ne? Nicht im letzten Stream, den ich gemacht habe, sondern als ich das letzte Mal diese Map gestreamt habe. Wieso stehst du denn so nah an diesem Strommasten? So ein bisschen vermitteln. Wenn man ihn zu weit hinten drauf legt, dann fällt der Hänger um, habe ich festgestellt. Ah, der Anhänger hat auch schon die richtige Farbe. Was bist du so nervös, mein Kleiner?
Er zuckt da rum. Ey. Hallo? Oh, das nervt immer so, dass man umschalten muss wieder, ne? So, habt euch lieb. Haltet euch aneinander fest und so. Ist noch nie aufgefallen, dass das so ein nervöses Hemd ist hier. So, den müssen wir eigentlich, ja, den bringen wir zum Lou. Ich hatte den ja erst hier bei den Schweinis untergestellt. Theoretisch kann der auch bei den Schweinis bleiben, ne? Ach, wir lassen ihn erstmal bei den Schweinis. Aber ich habe gesehen, am Lou ist so unendlich viel Platz, ne? Mal gucken, wir fahren jetzt hier mal quer über den Acker. Einen Weg habe ich nicht gefunden. Kann sein, dass es doch einen richtigen Weg gibt. Ich wechsle auch gar nicht in die Innenkamera, weil ich muss... Au! Aua! Laterne! Was machst du denn mit mir? So. So, naja, schön ist das hier nicht, ne, mit der Türchen. War so witzig, ich hatte letzte Mal, mich ja geärgert, dass ich keinen Schneidwerkwagen besorgt hatte. Und, wusste gar nicht, dass ich noch einen hatte. Da stand nämlich noch das, vom Anfang, das, Case-Schneidwerk stand da noch drauf. Und das habe ich verkauft eben. Und habe mir mal, ja, den Schneidwerkwagen hier hingestellt, ne. In der Hoffnung, dass er hier drauf passt. Ne, den werde ich noch brauchen, weil ich möchte mit Schweine und mit CCM-Mod spielen. Nur falls wieder die Frage kommt, was zur Hölle ist CCM? Er ist weniger verbreitet, als ich gedacht habe. Also viele kennen das nicht. Ich hatte es im Stream jetzt schon ein paar Mal. Das ist quasi, der Mais, der wird nicht gehäckselt, sondern gedroschen. Und die Maiskörner werden zu Mehl verarbeitet. Da gibt es so eine Mühle für, die wird meistens am Feldrand aufgebaut. Und dieses... Ui! Ob ihr beiden wohl nicht zueinander gehört. Und dieses Maismehl, das kann man in Fahrsilos verdichten wie Maissilage. Das ist so ein, ja, so eine weiße, so, schon fast so pastenartig, ist so ein bisschen pappig ist der Maismehl, ne? Und ja, wie gesagt, das kriegen dann die Schweinis. Ich habe früher mal unserem Nachbarn, das heißt immer, ab und zu mal unserem Nachbarn geholfen, der hatte halt viele Schweine. Und da haben wir das immer gemischt mit Gerstenschrot und Weizenschrot. In so einem gewissen Verhältnis. Der hatte so einen kleinen Mischfutterwagen. So, den man so von Hand musste man den... Also der fuhr alleine, aber man musste den halt von Hand lenken. Und dann konnte man das einstellen, ne? Wie viel Liter pro Nase, ne? Ich musste immer nur die Nasen zählen, wie viele Nasen in der Box drin waren. Und dann pro Nase gab es so und so viel Liter. Und der hat dann automatisch... das gemischt, ne? Also Gerstenschrot, CCM-Verhältnis oder Weizenschrot, CCM-Verhältnis hat der gemischt dann. Ne? Das kriegten aber, das CCM kriegten nur die Mastschweine. Die Zuchtsauen, die bekamen nur Schrot. Schrot, ja, und Wasser, ne? Wasser immer, ist klar, ne? So. Dann wohnst du jetzt ab heute hier. Stellen wir nicht mal aus. Ja, den kleinen Kramer, ich hatte mir den mal gekauft, weil letztes Mal waren alle so dran, oh, kauf dir doch den kleinen Kramer und der ist doch gut, hier war so wenig Platz und so. Ja, also ich mag den auch, aber ich werde das wahrscheinlich alles mit dem MW-Truck machen. Das ist eine Wahnsinnsmaschine hier. Habe ich sogar schon ein Kennzeichen verpasst. Jetzt müsste er erst nochmal Dünger drauf machen und dann möchte ich hier eine Wiese von machen. Boah, ich hatte eben die Sounds lauter gemacht, weil mir das zu leise vorkam. Ey, bei diesem Tier, ne? Ich muss die Sounds wieder runternehmen.
Oh, ich muss mich auch mal um meine Mukus kümmern. Ah, ja, hier war ich doch richtig. Ich muss mich auch mal um meine Mukus kümmern, glaube ich, ey. So. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr ganz so wild ist. Was ich hier drauf mache, weiß ich noch nicht. Hier war Mais drauf, vom Start her noch, ne? Ob ich hier wieder Mais drauf mache? Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig. Wir müssen mal gucken, ne? Ich denke, das wird sich auch so im Laufe des Spieles so ein bisschen ergeben, ne? Ich muss jetzt hier erstmal kurz hier ein Vorgewende dran basteln. Sonst kriegt der Hugo das nicht gemanagt, ne? Der hat immer Aquaplaning auch verstehen, wenn das ein Auto schon sieht von Weitem, ne? Und dann muss ich ihm nochmal hier so ein kleines... bei Rita geht, ne? Entschuldigung, nur kurz husten. Ich bin so ein ganz bisschen erkältet. Aber nicht dolle, ne? Also nicht, dass ihr denkt, oh Gott. Es geht zu Ende mit dem Deo, ne? So schlimm ist nicht. Unser Vater, den hat's richtig zerlegt. Der hat sich gar nicht gut angehört am Sonntag. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, hat diese alte Laterne hier, hat der eine Kollision? Ja. Wir werden es erst in der nächsten Runde erfahren. Aber ich meine, der Helfer haut davor ab, ne? Der Helfer hat Angst. Wenn er den sieht, dann dreht er um. Können wir schon fast in der Innenansicht fahren hier, ne? Geil ist auch Indoor-Sound, ist auch ein bisschen anders. Finde ich total geil, ne? Überrollbügel, Hammer. Bremsen sind auch sehr schlecht bei diesem Moped hier. Mal gucken, was habe ich denn hier für eine... ungefähr mein Rad, aber ich sehe mein Rad gerade nicht. Naja. Oh, ich müsste mal einmal kurz... Aha. Nein, oh, Jesus, was machst du denn da, Diego? Jetzt fahr mal richtig. So, 90 Grad und ab dafür. Geht doch. Dass ich immer jetzt völlig ausrasten muss, ne? Weißt du, bin über Hugo am Schimpfen und selber nichts besser, ne? So, jetzt wird's spannend hier. Ich weiß nicht genau, ob das Tierchen hier eine Kollision hat. Hat er nicht? Hat er nicht. Sehr schön, sehr schön. So, müssen wir jetzt noch einmal dran lang? Nö, ne? Wir können doch, jetzt können wir doch Hugo sagen, hier, Hugo. Mach mal bitte. Kümmer dich mal um das Ackerchen hier. Ach so, hier vorne wegen den Bäumchen, da kriege ich ja auch immer Aquaplaning auf der Stirn. Also wenn er seitlich neben sich einen Baum erspäht, da rastet er auch jedes Mal völlig aus, der Hugo, ne? Jetzt muss ich ihm so ein bisschen noch das Händchen halten. Na komm, streng dich an, mein Kleiner. Kleine Wühlmaus. Ach, der bricht das jetzt, das Stoppelfeld, also die Stoppeln bricht auch mit auf. Ei. War gar nicht so geplant. Aber hier vor den Bäumen hat er keine Angst. Du. Der ist ein bisschen unempfindlicher hier, der Kleine. Ja, Wahnsinn. Und hier stehen noch zwei so Maisstangen, die sind übrig geblieben. So, jetzt bitte in die richtige Richtung wenden. Auch das funktioniert nicht immer. Ich finde den Frontlader auch so mega, ne? Mit diesem einen Zylinder. Unser Nachbar, der hatte das auch, der hatte sich das selber gebaut. Aber an dem Ausklingfrontlader hatte der sich einen so einen Zylinder gebaut, ne? Total geil. Dann hat er so ein Sperrhebel, so ein Drei-Wege-Ventil eingebaut, ne? Und dann musste er immer umschalten. Ich weiß nicht, irgendwas ging dann nicht, weil er hat ja nicht mehr, mehr Wege hat er ja nicht gehabt deswegen. Ne? Da musste er immer umschalten, dann konnte er wieder den einen Zylinder oder das andere bewegen. Total geil. Bei einem, Deutz, D4005 hat er gehabt. Da hat er das gemacht. Das war so ein Bastelfreak. Der hat nur so geile Sachen gebaut.
So, ich denke, Hugo kommt klar. Da können wir was? Achso. Erstmal protestieren und dann lesen. Oh, nee. Leute, so nicht, ne? Wir müssen Feiern machen. So leid es mir tut. Ich baue jetzt erst noch das Piep-Piep-Piep aus der Presse raus und vielleicht mache ich dann noch eine Aufnahme. Ich weiß es noch nicht genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Morgen müsste es den Bergfrest-Livestream geben, wenn nichts dazwischen kommt. Und habt euch lieb.